Herr Generalarzt, heute geht's sportlich zu hier in Weißenfels. Es ist eine Initiative der Bundeswehr, aber in Weißenfels läuft's ein bisschen anders. Ja, genau. Also wir sind zwar auf die Idee gekommen, unsere Gleichstellungsbeauftragte, die ich hier gleich lobend erwähnen will, die Frau Escher, kam letztes Jahr auf mich zu und präsentierte mir diese Idee, für die ich sofort Feuer und Flamme war. Lauf gegen Gewalt. Man kann gar nicht oft genug betonen, dass gerade die Schwächsten in unserer Gesellschaft unsere Unterstützung brauchen. Frauen, Kinder, die leider häufig Gewalt von ihren Ehemännern und sonst wo in der Familie erleiden. Und da wollen wir uns ganz bewusst stark machen. Und dann hatten wir starke Partner in der Stadt und haben uns als Team zusammengefunden. Ich bin richtig glücklich, dass wir heute jetzt zur Tat schreiten können. Die Bundeswehr selbst soll ja, so habe ich es jedenfalls gelesen, mit einer großen Anzahl heute dabei sein. Ja, das finde ich richtig klasse. Also klar, wenn man sowas startet, dann hat man ein bisschen Sorge. Wir können sowas, das ist wichtig bei der Bundeswehr, nicht befehlen. Also hier heißt nicht rechts um und ihr lauft, sondern wir fragen auch die Freiwilligkeit ab. Und wir hatten unheimlich viel Begeisterung für das Thema. Und jetzt werden nachher bei den 2 und den 5 Kilometern werden viele, viele unserer jungen Rekruten mitlaufen. Und von unseren gestandenen Soldaten auch etliche bei den 10 Kilometern dann. Das Ganze hat ja auch einen guten Zweck, das hat ja auch einen Hintergrund. Vielleicht noch 2 Worte, für wen wird hier gelaufen? Ja, ich muss sagen, als Frau Escher am Anfang zu mir sagte, dass der Spendentitel, der aus den Startguthaben zusammenkommt, 3 begünstigt. Dann habe ich am Anfang so meine Sorge gehabt, na, kommt denn überhaupt für 3 genug zusammen? Wenn ich hier sehe, die vielen Menschen, die teilnehmen wollen, habe ich gar keine Sorge mehr. Also, die 3 Begünstigten sind ein Jugendbauernhof in Langendorf, die Arbeiterwohlfahrt und der Weiße Ring. Und ich glaube, für alle 3 kommt eine nette Spendensumme zusammen. Und damit haben wir natürlich wieder eine super Veranstaltung, wo die Bundeswehr, die ja hier meistens sitzt, mit der Stadt zusammenarbeitet und auch die Bevölkerung mit reinnimmt, oder? Ja, absolut. Und wir haben natürlich auch unser Motto. Ich zeige das mal gerade. Sportkamerad Bundeswehr. Und ich selber bin natürlich auch nur beim 2 Kilometer, aber ich bin auch mit dabei dann. Dann recht vielen Dank und viel Erfolg heute. Ja, prima. Dankeschön. So, jetzt haben wir Landtagsabgeordnete Elke Simon Kuch hier. Weißenfels scheint ja heute komplett auf dem Bein zu sein. Außer Rand und Band und läuft mit beim Lauf gegen Gewalt. Ich finde das einfach großartig, weil es die Gemeinschaft in unserer Stadt zusammenbringt und dieses Anliegen noch mal viel breiter streut, nämlich für Frieden einzutreten und dass wir am Ende auch alle dafür auch eine Verantwortung haben und das kann jeder heute nach seinen körperlichen Möglichkeiten auch zeigen sozusagen. Apropos körperliche Möglichkeiten, die Weißenfelser kennen dich ja als Radfahrerin, Genau. Aber ich habe gerade gehört, du willst heute auch mal ein paar Meter auf der Strecke sein. Genau, also ansonsten bin ich ja fast immer mit dem Fahrrad unterwegs. Und heute bin ich dann mal per Pedes unterwegs. Das heißt, ich werde heute mitlaufen. Deshalb bin ich heute auch etwas sportlicher gekleidet als sonst. Genau. Welche Strecke? Ich fange erst mal mit der kleineren an und gucke dann, dass ich mich beim nächsten Mal steigern kann. Genau. Das wünsche ich viel Erfolg. Rüdiger Erben, als Sportler ja schon bekannt als Läufer. Jetzt hier in der Heimatstadt. Wie ist Ihr Eindruck von der Veranstaltung bis jetzt? Erstmal freue ich mich, dass wir hier unten an den Badanlagen eine Laufveranstaltung stattfindet. Das war schon Jahrzehnte nicht mehr der Fall. Ich kenne es durchaus noch, als in den 80er Jahren ja auch Crossläufe stattfanden. Dann war lange Jahre Ruhe hier. Die Erde ist auch schweißgetränkt von mir aus früheren Zeiten. Und ich finde wahnsinnig toll, dass so viele heute hierher gekommen sind. 800 Kinder, Männer und Frauen, die sich hier sportlich betätigen. Und das ist eine super Sache. Sie selbst werden natürlich auch mitlaufen. Welche Strecke haben Sie sich heute ausgesucht? Also es ist ein bisschen eine Frage der Ehre, dass ich mir die längste ausgesucht hatte. Ich laufe also nachher die 10 Kilometer nach Kriechau und zurück. Dann wünschen wir viel Erfolg und hoffentlich ohne Verletzungen zurück. Vielen Dank, das klappt. Herr Wolf, der Weiße Ring ist ja einer der 3 Begünstigten der Einnahmen heute, der Spenden. Für unsere Zuschauer ganz kurz, was wird denn mit diesem Geld passieren? Ja, die Gelder gehen zu vollem Umfang an Opfer für Kriminalitätsstraftaten. Dafür setzen wir uns ein. Und es kann ganz unterschiedlich sein. Es kann eine Soforthilfe sein, wenn jemand beispielsweise ausgeraubt wurde. Es kann aber auch eine Erholungsmaßnahme sein, beispielsweise nach einer schweren Vergewaltigung oder nach Sexualstraftaten, dass jemand einfach eine Auszeit gebraucht hat.
Genau, das heißt halt auch die Arbeit für unsere Ehrenamtlichen, auch die müssen gut ausgebildet sein, sie müssen ganz genau wissen, worauf sie sich einlassen. Das kostet auch alles ein bisschen Geld und so ist es halt sehr umfangreich eingesetzt, wofür wir heute auch sehr, sehr dankbar sind. Also wir wussten es im Vorfeld nicht, wir wurden auch nicht gefragt und umso größer trifft es uns natürlich und deshalb sind wir sehr gerne heute auch hier vertreten und genießen auch bei schönstem Wetter das tolle Event. Dann habe ich nur noch eine Frage. Wenn jemand betroffen ist, wie erreicht er Sie? Das kommt ganz drauf an. Also wir sind per Telefon erreichbar unter der 116 006. Das ist bundesweit jederzeit zwischen 6 und 22 Uhr. Oder aber auch hier ganz aktuell vor Ort, das ist der Herr Jörg Bethmann, der betreut die Außenstelle im Burgenlandkreis vor Ort. Das findet man auch ganz gut in der Homepage oder aber auch ganz anonym via www.weißer-ring.de. Ich muss auch noch eine Nachfrage stellen. Es ist aber klar, viele haben ja wahrscheinlich Hemmungen, sich anderen mitzuteilen. Es bleibt alles, ich sag mal, unter vier Augen. Ja, absolut. Also Datenschutz ist uns super wichtig. Wir gehen jetzt nicht irgendwie zum nächsten Nachbarn und sagen, Mensch, weißt du jetzt überhaupt schon das Nächste? Dort und dort wurde vielleicht eingebrochen, um Gottes Willen. Also das nehmen wir sehr, sehr ernst. Auch jede Schule kann sich beispielsweise an uns wenden, auch wenn es vielleicht Verdachtsfälle gibt oder wenn sich einfach jemand insgesamt nochmal über ein Thema informieren möchte. Also es müssen gar nicht immer nur Betroffene sein, es können auch Angehörige sein, es können Freunde sein. Jeder kann sich bei uns informieren, das ist alles kostenfrei. Und gar keine Angst haben, keine Scheu haben, wir beißen nicht. Wie gesagt, es erfährt niemand, das ist wirklich uns super wichtig. Und deshalb hört man und liest man leider auch manchmal zu wenig vielleicht von uns, aber für uns ist wirklich das Wohl der Betroffenen immer am Herzen und deshalb würden wir jetzt auch niemanden in die Presse zerren oder Super, dann wünsche ich viel Erfolg und dass das Geld gut angelegt wird. 800 Läufer machten diesen Lauf zu einem echten Highlight in Weißenfels und sicher wird auch im nächsten Jahr wieder der Lauf gegen Gewalt stattfinden. Dann beteiligen sich hoffentlich noch mehr und bekennen sich damit gegen Gewalt, ganz gleich in welcher Form.